Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video und zwar geht es heute um HEMA. Ich habe hier eine riesengroße Tüte. Ich war ja auf dem HEMA-Blogger-Event gestern. Wer mir auf Instagram folgt, hat die Karte jetzt schon öfter gesehen. Das war meine Einladung. Und das hat gestern in Essen stattgefunden. Ja, und ich war da. Es war wohl super schön. Wir sind angekommen, haben erstmal so ein bisschen Sekt bekommen oder eben Orangensaft, je nachdem. Und dann wurde ein bisschen was über HEMA erzählt. HEMA Deutschland und eben auch in den Niederlanden. Und die hatten das total schön gemacht. Ich werde euch dann nachher auch noch ein paar Bilder zu einblenden. Und zwar hatten die so ein paar Tischchen dann im HEMA drin aufgebaut, wo man eben zum einen ein bisschen Süßigkeiten hatte. Die blende ich euch jetzt mal eben ein. Oder man hatte eben kleine Baguette-Stücke mit Bruschetta-Aufstrichen und Aioli gab es auch und es war super schön. Es gab Kaffee, es gab einen wunderschönen. Ach Moment, hier zeige ich euch noch schnell die Bruschetta. Und dann gab es einen Tisch, da gab es eine Torte bzw. einen Kuchen, wo eben drauf stand HEMA Blogger Event, glaube ich. Oh Gott, jetzt lasst mich kurz noch mal gucken. Ich blende euch das natürlich auch gleich noch mal ein. Aber ich möchte euch nichts Falsches erzählen. Da steht HEMA Late Night Blogging. Ja, das ist ja auch der Hashtag für das Event gewesen. Und das seht ihr jetzt nochmal. Und ja, da konnte man eben dann an dieser Station auch noch selbst Muffins verzieren. Das fand ich auch eine super süße Idee. Da sind echt tolle Sachen bei rumgekommen. Einige haben die wahrscheinlich auch schon gegessen. Ich habe meins dahingestellt gehabt, habe aber vergessen, ein Foto zu machen. Die liebe Lucky Love hat einen super süßen Muffin gemacht. Ich habe das aber auch vergessen zu fotografieren. Sie hat auf jeden Fall so eine Rose drauf gemacht. Sah super süß aus. Dann gab es noch bei der Beauty-Abteilung eine Visagistin. Das habe ich aber irgendwie nicht in Anspruch genommen, weil ich ja schon geschminkt war. Wir hatten einen Tisch, wo man Weihnachtskarten selbst gestalten konnte. Zeige ich euch jetzt auch noch ein paar Bilder. Und das war ziemlich cool. Die Frau meinte dann, ja, wir können auch alles nehmen, was wir wollen und so. Es war einfach eine super schöne Atmosphäre. Es waren einige Leute da. Wie viel waren wir? Ich denke schon so über 30 ungefähr. Es hieß aber wohl auch, dass einige nicht kommen konnten wegen Streik. Ja, sehr schade. Aber ja, es war wunderschön. Ja, und dann ging es natürlich auch an Shoppen. Wir sind um 8:30 angekommen und ich bin um 11:15 gegangen. Und man hat 15% auf alles bekommen. Ja, dementsprechend habe ich auch eingekauft. Und die Sache möchte ich euch jetzt natürlich auch nicht vorenthalten. Und da legen wir doch einfach mal los. Die Preise zu den ganzen Produkten setze ich euch wieder in die Infobox. Fangen wir doch erstmal mit etwas Süßem an. Da habe ich auch schon was von gegessen. Und zwar sind das diese süßen, wie nennt man die? Gingerbread Man. Es ist ziemlich wegen diesen Perlen am Rascheln. Die sind super lecker, Leute. Die schmecken so gut nach Zimt und ja, mag ich sehr gerne. Die gab es eben auch da, wie ihr vielleicht jetzt gerade eben gesehen habt, zum Essen. Und darum musste ich sie haben. Das war ja dann auch so, man hat immer die anderen Einkaufswegen geschaut, Wagen, nicht Wegen, und hat immer gesagt, oh, das ist auch toll, das möchte ich auch haben. Und dann ist man da durchgelaufen und hat irgendwie immer mehr in seinen Korb reingelegt. Und so bin ich auch zu dieser wunderschönen Fließdecke gekommen. Sie ist mintfarben, ja, was soll ich sagen. Hier kann man das Muster ganz gut sehen. Ich hoffe, ihr könnt es auch sehen. Ja, sie ist unglaublich kuschelig und ja, ich freue mich schon, mich darin einwickeln zu können. Dann vielleicht zwei Sachen, die nicht so interessant sind. Ich habe mir zum einen Abschminktücher gekauft. Das sind diese hier für trockene und sensible Haut.
It's my beautiful skin day, moisturizing und softening cleansing wipes, ohne Geruch. Die finde ich ganz gut. Ich habe sie gestern schon benutzt und ja, gefallen mir. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr es alle wisst, ich brauche immer feuchte Tücher in meiner Handtasche. Und darum habe ich mir diese hier noch mitgenommen. Ich fand die Verpackung irgendwie süß. Und das sind halt einfach feuchte Tücher. Dann zeige ich euch mal eben noch meine Karte, die ich gebastelt habe. So, erstmal den Briefumschlag. Die hat da immer überall so tolle Sticker und so. Und dann zeige ich euch noch meine Karte. Hier an der einen Stelle etwas verknickt ist. Das muss ich mal eben noch richten. So. Die habe ich eben so gestaltet. Eben hier oben zwei verschiedene Washi-Tapes und unten auch. Und wie geil ist dieses Glitzer-Washi-Tape. Ich habe es natürlich gekauft. Ja, das ist meine Karte geworden, die man eben dann natürlich auch mitnehmen durfte. Dann hatten die jetzt natürlich schon die ganzen Weihnachtssachen und ich habe mir Weihnachtskarten bestellt, Weihnachtskarten gekauft, weil ich mir vorgenommen habe, Weihnachtskarten zu verschicken und die fand ich einfach so, so süß. Ach, wie seht ihr es so? Ist eben ein Neon-Orange mit einem goldenen Tannenbaum und die fand ich einfach total cool. Und da gibt es eben dann noch dazu Briefumschläge und da kann ich Weihnachtskarten verschicken. Das hier war übrigens mein Namensschildchen. Das hatte dann jeder hier so dran und ja. Dann habe ich mir gekauft, das fand ich so, so süß. Und zwar ist das für selbstgenähtes oder irgendwas aus Textil halt. Das kann man dann eben hier so einnähen oder draufkleben, ich weiß noch nicht genau. Da steht eben dann hier Made with Love, dann Property of, Handmade for you und I lala love you. Und die fand ich total goldig. Deswegen sind die mit. Dann habe ich mir die Sticker, die ich für meine Weihnachtskarte verwendet habe, natürlich auch gekauft. Das ist die hier. Das sind die hier. Die haben auf der einen Seite eben solche Sachen und auf der Rückseite haben sie große Buchstaben. Jo. Und sie sind sehr, sehr glitzerig und gold. Und man muss aufpassen, dass man danach sich nie mit den Fingern ins Gesicht fasst, weil sonst hat man überall Glitzer. So, Washi-Tape. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mir drei Sets mitgenommen. Ne, vier. Aber ich zeige euch erstmal drei. Und zwar diese hier. Ich habe zum einen das, das Gold- und Silberglitzernde mitgenommen. Ich meine, hallo, es glitzert. Ich muss das haben. Ich muss jetzt eben mal das andere holen, das ist nämlich runtergefallen. Dann habe ich mir dieses Washi-Tape geholt. In Silberweiß. Ich hoffe, es spiegelt nicht so sehr. Und das ist eigentlich ein relativ ähnliches, aber eben noch in Goldweiß. Eben so Weihnachts-Washi-Tapes. So, das habe ich mir geholt. Und wie gesagt, 15%, ne? Also, man konnte wirklich schwer widerstehen. Dann habe ich mir noch ein Washi-Tape gekauft. Das sieht so aus. Auch so ein bisschen weihnachtlich. Dann habe ich mir eine Mütze gekauft, die so aussieht. Die hat eben so Gold drin noch. Ich setze sie einmal auf für euch. Ja, das ist sie. Ich finde sie total schön, auch wenn mein Gesicht jetzt wahrscheinlich gerade total rund aussieht. Man müsste das mit den Haaren und so wahrscheinlich dann noch ein bisschen ändern. Aber sie ist so schön, weil sie so Gold drin hat und einfach winterlich aussieht. Ja, darum musste sie auch mit. Dann habe ich mir Ohrringe gekauft, weil ich die einfach so, so süß fand. Und dann habe ich mir noch vier Nagellacke gekauft. Ja, ich weiß. Den einen habe ich schon auf den Nägeln. Ich habe jetzt leider die Flasche drin vergessen, aber ich zeige ihn euch mal. Das ist einer dieser Hololacke. Vielleicht filme ich ihn noch einmal mit dem Handy und blende euch das jetzt ein. Das ist der auf jeden Fall in Burgundy. Wie gesagt, vielleicht schon leider drin vergessen. Dann habe ich mir einen matten Topcoat gekauft. Da musste ich einfach zuschlagen, weil ja, meiner ist leer und ein neuer Topcoat musste her. Dann habe ich mir den Topcoat Stripes geholt. Das ist in schwarz. Und ich finde das Läschchen auch so süß mit hier oben, mit diesen Strichen. Ich glaube, das ist jetzt schwierig einzufangen. Der hat eben so schwarze, kleine Stripes.
Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Auf jeden Fall werde ich den auch bald lackieren, dann seht ihr das. Und dann habe ich mir noch einen Glitter-Topcoat mitgenommen. Und das ist dieser hier, so ein Schwarz mit silberbunten Glitzerdingern drin. Ja. Die drei sind es geworden, plus den, den ich euch jetzt leider gerade nicht zeigen kann. Ja, und dann sind wir eigentlich schon am Ende. Ich habe mir nur noch einen Rouge geholt. Und das ist dieses, eines dieser Satin Blush Powders in der Nummer 9. Und ich mache das jetzt mal für euch auf, damit ich es euch swatchen kann. Das ist diese wunderschöne Farbe. Und die swatchen wir jetzt einmal. Ich gehe jetzt einmal mit dem Finger rein. Boah, ich finde sie so schön. Guckt mal. Tolle Farbe, oder? Würde jetzt eigentlich auch gut dazu passen. Aber ja, super, super schön. Lässt sich auch schön verblenden. Da freue ich mich auf jeden Fall schon, die auszuprobieren. So. Ja, das war mein Haul. Ich packe jetzt erstmal alles kurz nochmal in die Tasche. So, ihr Lieben, ich war gerade eben schon am Schneiden. Da ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie nicht auf Aufnehmen gedrückt habe bei meiner Goodie Bag. Und das kann natürlich nicht sein. Ich zeige sie euch nochmal. Sie hatte eben hier oben so eine süße mintfarbene Schleife noch. Sie ist jetzt schon auf, weil ich sie ja schon ausgepackt hatte. Aber ich möchte euch nicht vorenthalten, darum machen wir das jetzt einfach nochmal. Übrigens schon zum dritten Mal, weil gerade eben habe ich nochmal angefangen und habe wieder vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Also ich weiß nicht, irgendwie ist mein Kopf heute nicht ganz am Start. Wir fangen jetzt aber trotzdem einfach mal an. Als allererstes gibt es hier einen Zettel, der so aussieht. Und auf dem steht, liebe Blogger, unter allen Beiträgen, die innerhalb der nächsten 2 Wochen von den Teilnehmern des Thema Blogger-Events veröffentlicht werden, verlosen wir einen 50 € Einkaufsgutschein. Und dafür muss man eben den Link vom Beitrag an die schicken und ja, dann wird hiermit ausgelost. Fand ich eigentlich eine ganz süße Idee. Fangen wir an. Wir haben erstmal Waffeln und zwar sind das Sirupwaffeln, Mini-Sirupwaffeln mit Buttergeschmack. Und ich finde, sie sehen sehr lecker aus. Ich habe sie noch nicht probiert, aber ja, sie werden bestimmt lecker sein. Die sind da drin. Dann haben wir hier ein kleines Notizbuch. Das kann man eigentlich immer gebrauchen. Ist eben liniert, schön rosa und da steht drauf: Things are really looking good so far. Ja, finde ich süß. Dann habe ich hier drei Kaffeekapseln und zwar einmal Espresso Mild, einmal Lungo Regular und einmal Espresso Dark. Ich habe ja die Cafissimo von Chibo, ich weiß nicht, ob die da reinpassen werden, aber ich habe drei verschiedene Kaffeekapseln. Dann habe ich diesen super süßen Keksausstecher. Es ist ein Schmetterling, oder? Oder irre ich mich da? Ich finde ihn auf jeden Fall süß und Keksausstecher kann man ja irgendwie nie genug haben. Dann haben wir hier so eine kleine Karte, also das ist der Briefumschlag und in dem Briefumschlag ist noch eine Karte, die super süß aussieht, die ist eben so metallisch und da steht You're wonderful und es gibt eben so eine Kordel dazu und dann kann man die zum Beispiel an ein Geschenk oder so dranhängen. Super süß. Also bei HEMA kann man sich ja wirklich dumm und dämlich kaufen, ne? Leute, das ist oh, schlimm, schlimm. Aber ich habe mich eigentlich gerade noch ein bisschen zurückgehalten, oder? So schlimm war es gar nicht, es ist nicht so ausgeartet. Dann habe ich diese Maske und zwar ist das eine Face Mask Mellow, Warm and Wonderful Jasmine Self-Heating. Um die bin ich schon ewig rumgeschleudert. Habe sie aber irgendwie nie mitgenommen. Die kommen ja in so einer großen Verpackung und wenn man die eben also rum aufmacht, ist hier in so einer kleinen Tasche eben dann die Maske drin. Auf die bin ich sehr gespannt. Ich mag ja die von Garnier, die sich so selbst aufheatet. Die warm wird auch so gern. Darum mal gucken, vielleicht finde ich die ja noch besser. Dann habe ich eine Fizzy Tablet und zwar ist das so ein Badezusatz. Das ist keine Kugel. Badezusatz. Sweet, charming and seductive. Riecht gut. Riecht so nach Parfum. Ein bisschen edel. Ich kann es euch ganz schwer beschreiben. Ich bin nicht gut in Düfte beschreiben, aber auf jeden Fall habe ich das hier. Ich werde ich ja bestimmt auch bald mal ausprobieren, obwohl ich ja nicht so gern bade, aber ab und zu kann man das ja mal machen. So, dann habe ich hier Smarties, die aber hier Mini-Schokokonfetti heißen, die super süß verpackt sind. Und wenn das Video jetzt schon wieder nicht aufgenommen wird, ist dieses Ding bald leer, weil jedes Mal muss ich daraus was probieren.
Ich zeige euch jetzt nochmal, wie die aussehen. Die sind eben ein bisschen kleiner als Smarties, habe ich das Gefühl. Und sind aber genauso lecker. Dann habe ich diesen süßen Stempel geschenkt bekommen. In Pink. Und das hier, ein Magic Towel, also ein magischer Waschlappen. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch? Wir hatten sowas ganz oft als Kinder und dann konnte man das in Wasser tun und dann wurde daraus ein riesen Handtuch oder weiß ich nicht was. Und das ist, glaube ich, das gleiche System. System? Funktioniert nach dem gleichen System? Wie auch immer. Auf jeden Fall sieht das jetzt erstmal so aus und ich glaube, man muss das wirklich dann einfach in Wasser machen. Vielleicht wird das dann wirklich so und es gibt eben dann einen Waschlappen. Und ich bin irgendwie total gespannt, das auszuprobieren. Vielleicht mache ich da mal ein kleines Video bei YouTube, nicht bei YouTube, bei Instagram oder so. Ist auf jeden Fall super süß gestaltet. Dann habe ich eine kleine süße rote Tasse geschenkt bekommen. Und in der Tasse war noch so ein süßes Bookmark. Ich finde die ja so toll und das finde ich auch süß. Entweder halt für den File-Effects-Planer oder eben für wirklich Bücher lesen und ich finde die Farbkombi sehr schön. Und dann gibt es natürlich auch noch dekorative Kosmetik. Da habe ich jetzt allererstes einen roten Nagellack. Das ist die Nummer 46. Ich meine, roter Nagellack kann man irgendwie nie genug haben und ja, freue ich mich sehr drüber. Dann habe ich ein Lidschattenduo. Das ist schwarz und rosa. Das ist die Nummer 45. Dann habe ich einen Lip Liner geschenkt bekommen. Das ist die Nummer 15. Meine Hand ist jetzt natürlich schon voll mit Swatches. Ich versuche das mal ein bisschen frei zu bekommen und werde euch das jetzt swatchen. Das ist ein sehr fester Lip Liner, was glaube ich ganz gut ist, weil dann verrutscht der nicht so schnell. Und ich finde die Farbe total toll. Das ist so ein rostbraun-rot. Auf jeden Fall super schön. Gefällt mir gut. Und dann als allerletztes habe ich noch einen losen Lidschatten gekriegt und der sieht so aus und das ist die Farbe Purple und den werde ich euch jetzt versuchen auch zu swatchen, wobei das natürlich nicht so leicht ist, weil sowas eigentlich mit einer Base und oder Feuchtigkeit aufgetragen werden sollte, damit einfach die Farbe besser rauskommt. Habe ich jetzt aber beides nicht zur Hand und darum machen wir das jetzt einfach erstmal so. Zeige ich mal meinen Finger und dann hier noch den Swatch dazu. Finde ich echt eine coole Farbe. Ist eben sehr winterlich, finde ich. Aber schön. Ja, das war die Goodie Bag, über die ich mich super, super gefreut habe auch. Und es sind so tolle Sachen drin. Ach Leute, von HEMA. Ich freue mich wirklich und ich bin sehr dankbar für alles. Dankeschön. So, das packe ich jetzt hier alles wieder ein. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und meine Kamera ist schon wieder ausgegangen. Kann das sein, dass ich so lange schon filme? Kann ich mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall werde ich jetzt schnell mal zum Ende kommen, weil sonst artet das hier aus. So, meine Goodie Bag. Meine gute Goodie Bag. Die werde ich jetzt auch wieder zur Seite stellen. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Oder mir einen Daumen hoch geben. Aber wenn es euch nicht gefallen hat, müsst ihr das natürlich nicht tun. Oder ihr müsst auch generell nicht tun. Ja. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.